Hallo und willkommen zurück zu meinem zweiten Teil von meinem Let's Play Realms of the Hunting. Ich bin Latviel und wir wollen weiter in diesem alten Herrenhaus uns umsehen bzw. die Geschichte vorantreiben. Wir sind hier gerade eben aus den Katakomben wiedergekommen und wollen jetzt den Rest des Hauses erkunden. Zusammen mit unserer neuen Begleitung, nicht die Eva, obwohl ich sie gerne so nennen würde, sondern die Rebecca. Ja... Da kommt doch auch gleich. Gut, wunderbar. Da kommen wir bestimmt noch mehr. Nein, da nicht. Ja. Wusste ich doch. Da kommt. Das ist so ein großer. Das habe ich mir doch schon fast denken können. Sind wir auch gleich hier bei einer Tür, die wir vorhin noch nicht geöffnet haben. Hier war, glaube ich, auch noch eine. Aha. Eine Kuppel? Ich glaube, da oben drauf ist eine kleine Öffnung. Haben wir irgendwas, was wir da reinstecken könnten? Ja, die redet jetzt auch mit. Die hat auch kein Sprechverbot. Haben wir irgendwas, was wir da reinstecken könnten? Nee, anscheinend nicht. Also, hier noch nicht. Auch wenn ich schon durchgespielt habe, manche Sachen fallen mir da überhaupt nicht mehr ein. Abgeschlossen. Hm, hier waren wir noch nicht. Okay. Es wäre Licht. Oh, Knacksen. Da oben steht auch was. Wunderbar, Heiltrank. Naja, die Bäume sind auch schon wieder nicht mehr gepflegt. Da oben sehen wir unser Zimmer, unser Schreibzimmer. So, haben wir noch irgendwas? Die Kerzen können wir nicht anzünden. Steht auch nichts mehr. Ich bin so ein Jäger Eine und Sammler. Porzellanvase. Wie ihr bestimmt schon mitgekriegt habt. Haben ist besser als brauchen, heißt es auch so schön. Was war das? Hat sich angehört, als ob irgendwas aufgegangen wäre. Aha. Meine Tür geöffnet. Nein, dann gehen wir erstmal hier hinten lang. Düster, düster. Das war die Tür von da, genau. Dann haben wir hier... Was sind wir denn hier? Ah, ja. Oh, da kam einer... Lang und finster dieser Gang. Oh, ein Kopf. Aha. Die Tür werden wir uns gleich anschauen, die aufgegangen sind. Alles herausgerissene Bilder. Und jetzt sind wir wieder in unserem Anfangsraum. Sind dann jetzt einige Türen aufgegangen, die noch nicht. Absolut fest. Naja. Dann hier drin waren wir ja auch gerade eben. Das war die eine Tür. Richtig. Ja, man muss sich hier ein bisschen orientieren. Ah, da war da noch eine Tür, und zwar, wenn ich es noch richtig weiß, hier wieder zurück, hier rein, aha. Entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet, aber, ah ja, die meinte ich. Die gab es doch noch. Aber kommt da nicht noch irgendetwas? Na, vielleicht später. Heben wir uns dann das mal auf. Schauen wir das an, was das ist. Vielleicht eine Karte. Nur geraten, ich schwöre. Karten der Höhlen. Da kommen wir, glaube ich, später noch hin. Ja. Leider kann man den Bildschirm nicht größer machen. Aber diese Karte, ja, genau, zu denen kommen wir noch später. So, was haben wir hier noch? Irgendwas? Versteckte Türen und Pergamente. Da fällt mir immer das ein von Lands of Lore. Da gab es immer diese schönen, ja, auch wie Bücherregale und konnte man da sich richtig schön mit Zauberspruchrollen eindecken. Ein Schreibtisch. Er wurde erst kürzlich benutzt. Ah. Der Staub ist unregelmäßig verteilt. Naja.
Wunderbar, haben wir doch ein Kristall und es sieht doch ähnlich aus wie die Farbe von dieser einen Kuppel da drin. Ich schalte mal um auf meine voll aufgeladenen Stab. Haben wir den noch nicht richtig geordnet? Dann machen wir das jetzt. Da bist du. Schwert können wir mal austauschen. Müsste die 4 sein. Et voilà, da ist er. Ja, bloß ein sicherer Schuss brauchen wir. Sehr schön. Der hat gesetzt. Tür geht zu und noch halt mal den Körper auf. Voller Körpereinsatz, Adam. Der hält aber ordentlich was aus. Wunderbar. Ja. So, dann gehen wir doch mal zu dieser Kuppel. Die war hier. Und schauen uns das mal an. Aus wie Darth Vader. Ich bin dein Vater. Mit Stachelkeule und Schleier. Zur Hölle bist du? Man hat mir im Laufe der Zeit viel an einen Armen. Du kennst mich als den Gnarl. Gnarl? Was ist denn das für ein Name? Schon gut, man hat dir also im Laufe der Zeit viele Namen gegeben. Was bist du, eine Art Zeitreisender? Nein, ich bin beständig. Die Zeit ist hier der Reisende. Ich existiere überall in allen Realitäten. Vertraue auf die Zeit, sag mir, warum du hergekommen bist. Wusste ich selbst gerne. Wegen eines Schlüssels zur Zeit und Wirklichkeit. Er ist es, den du suchst, nicht wahr? Zeit und Wirklichkeit? Etwas, das es dir ermöglicht, das Gefüge des Universums ganz nach deinen Wünschen auszurichten. Etwas, das dich in andere Welten bringen wird. Zum Turm. Hey, beruhig dich. Zum Turm. Was für ein Turm? Der Ort des Diesseits und des Jenseits. Der Turm verbindet alle Welten miteinander. Ja, dem Guten werden wir jetzt ein paar Fragen stellen. Natürlich das, was jeder wissen will. Hör zu, wenn du der bist, der du sagst, dann kannst du mir etwas über meine Situation sagen. Wer sind meine Feinde? Es ist nicht erlaubt, von der Zeit zu sprechen. Na klar, sehr informativ. Wie komme ich hier zurück? Wie komme ich in meine eigene Welt zurück? Leg den Kristall zurück in die Kuppel. Ja, diesen Kristall. Ich könnte so einen Schlüssel vielleicht gebrauchen. Wo ist der Haken? Es gibt immer einen Haken, Normalsterblicher. Damit ich dir einen Schlüssel gebe, musst du eine kleine Prüfung bestehen. Bist du bereit? Ich habe dir schon einen Hinweis gegeben. Oh, ich hätte doch mein Gedächtnis einschalten sollen. Ja, ich bin bereit. Okay, aber... Bestanden. Belanglosigkeiten ermüden mich. Du solltest auf die Zeit vertrauen. Und das hast du getan.
Nimm diese beiden Masken. Okay. War doch ein einfaches Rätsel. Wunderbar. Also, der gute Herr steht hier nicht mehr. So, dann holen wir uns doch mal diese Masken da. Pharaonen hier hinten. Zeiten der Pyramiden oder was? Gut, zwei Masken. Wir brauchen natürlich auch eine für unsere gute Rebecca. Eva. Eva in Spe. Ja, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Dann düsen wir mal zurück. Kapitel 4, Geschichten vom Turm. Ja, der Turm, haben wir mitgekriegt, dass das eine Verbindung ist zwischen den Welten. Das heißt, so zwischen den Welten, diesseits, jenseits, dortseits, was auch immer alles, werden wir noch alles erfahren. Ah ja, hier waren wir noch nicht drin. Hier ist auch düster. Machen wir mal Licht an. Okay, die können wir leider nicht öffnen. Ah, da unten ist doch was. Schaut doch mal da. Hey, die Tür da drüben geht auf. Damit lässt sich eine Geheimtür irgendwo da drüben öffnen. Schnell erkannt. Da haben wir eine Schriftrolle. Wollen wir da noch mal ein bisschen reingucken, ob es hier was gibt Schönes. Schnell raus hier. Nicht, dass der Boogeyman hier drin erscheint. So. Wollen wir uns doch mal die Schriftrolle anschauen. Was haben wir denn da Schönes? Karte des Hauses. Au. Sieht alt und verblasst. Ist egal. Hauptsache, die zeigt uns, wo wir hier sind. Ja, ich glaube, wo sind wir denn, wo sind wir denn, wo sind wir denn? Schlange. Observatorium. Ach, erstmal orientieren. Ja, hier sind wir reingekommen. Genau, das ist der Eingang. Da ist diese grüne Kuppel, wo der Gnal war. Hier ist unser Zimmer, wo es runtergeht zu diesem, ja, Reue-Symbol. Und demnach müssen wir also hier drin sein. Wunderbar. Das ist hier der Raum mit den vielen Betten. Wo waren wir noch nicht? Hier sind wir auch reingegangen. Da war der Kristall drin, den wir für die Kuppel brauchten. Genau. Dann müssen wir jetzt hier so weiter. Das müssen wir alles noch erkunden. Bei dem Rest waren wir schon. Zumindest da, wo offen ist. Gut, dann schauen wir da mal weiter. In diese Richtung. Nein, knarzt immer. Okay. Also, da hinten geht's noch nicht weiter. Oh je. Dieses Lachen. Es rührt sich keinen Millimeter. Mist. Sitzt bombenfest. Bombenfest. Na, dann können wir da nicht lang. Die Bombe haben wir auch nicht dabei. Drücken wir da einfach doch mal drauf. Und da haben wir uns erinnert, da haben wir so eine Kiste, die haben wir weggerutscht. Und da haben wir eine von den Türen hier aufgekriegt. So. Was hast du? Gib mir deine Hand. Das ist vor dem Haus. Lass den armen Mann rein, der erkältet sich noch. Lieber doch nicht.
Ja, Händchen halten in so einem Haus. Kann man sich was Besseres vorstellen. Aber... Ja. Hätten wir vielleicht doch die Schrotflinte rausholen sollen. Aber natürlich. Na klar. Dafür reichst du mir noch. Wusste ich doch, der steht wieder auf. Müssen wir erstmal aufladen. Erstmal raus hier, laden wir den Stab auf, dann können wir den da umbringen. Oh, während der auflädt, können wir uns ja mal vorne zu schaffen machen. Zu der Tür am Eingang. Da hat ja unser werter Herr mit der Mütze was hingeschmissen. Und zwar diese Karte hier. Abgeschlossen. Ja, hat uns eingesperrt. Schauen wir uns doch mal die Karte an. Der Gauner in der Hütte, der das hier fallen gelassen hat. Er kannte meinen Namen, Rebecca. Sieh dir die Karte an. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich konnte seine psychische und physische Stärke spüren. Und außerdem war da noch was. Etwas, das ich noch niemals zuvor gespürt habe. Seine Augen. Sie schienen so unsagbar böse. Ja, okay. Ja, dafür sind wir zurückgegangen. Na gut, der Stab ist zumindest voll aufgeladen, nahezu. Jetzt können wir uns da um das zweite und letzte Skelett kümmern. Natürlich wieder blöd, das zu treffen. Da hinten hängt es. Ich brauche nur einen freien Schuss. Komm schon. Ja, fast. Okay, tot. Wunderbar. Da ist er ja wieder. Diesmal als Templer verkleidet. Der kommt ganz schön rum, was? Oh je, wie das Lachen hier. Ja, lacht mal weiter. Lacht mich nur aus. Ja. Dann kommt der Onkel wieder mit seinem Stab. Oh, da oben ist auch noch was. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Was haben wir denn da? Karte des Turms, unvollständig. Naja gut, haben wir schon mal einen gewissen Teil. Das ist also unser Turm. Ja, der Turm. Viele enge Wege. Wenn man nicht aufpasst, fällt man runter. Das kann auch das ein oder andere Mal passieren. Und ja, dann sind wir jetzt hier raus. Okay, da ist so ein Teleporter. Das hier sitzt bombenfest. Dieses Symbol leuchtet. Ich vermute, es soll verhindern, dass wir hier wieder rauskommen. Oder, dass jemand reinkommt. Oh, beides nicht gut. Okay. Ja, bevor wir hier reingehen, mache ich Schluss mit diesem Teil und freue mich, euch beim unserem dritten Let's Play-Teil wiederzusehen, beziehungsweise wieder zu hören. Ihr mich. Und ja, ich bin Latviel und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.